Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Costa Rica, Tag Nummer 407. Wir gehen jetzt zum Ficus Tree. Das soll anscheinend ein sehr, 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 sehr krasser Baum sein. Machen wir jetzt eine kleine 10-minütige Wanderung und danach fahren wir an Manuel Antonio vorbei, an Klaus Dieter vorbei, keine Ahnung, wie die ganzen Städte heißen, Dominikal vorbei und dann gehen wir irgendwo mitten im Wald, um da zu unserer nächsten Unterkunft zu kommen. Unterwegs fahren wir über die Crocodile Bridge, nicht über die hier, sondern über eine andere Bridge, da wo anscheinend Krokodile zu sehen sind. Also haben wir noch einiges vor heute. Und ich schaue jetzt nochmal auf Google Maps. Wir sind on the right trail. Und ja, so sieht unser Morgen aus. Wir haben wieder gefrühstückt. Wir sind früh aufgewacht. Und ich verliere Ilona die ganze Zeit im Hintergrund. Keine Ahnung, was sie macht. Und sie hat mich nicht daran erinnert, dass ich meine Sonnenbrille vergessen habe. Jetzt muss ich die ganze Zeit so gucken. Junge, das ist der breiteste Frosch, den ich je gesehen habe. Das ist hier Frosch-Hulk. 44er Bizeps. Läuft bei dem. Okay. Ja, der trainiert. Hola. Das von da oben sieht das gar nicht so hoch aus, aber wenn du dann guckst, ist das schon ein Stück. Ilona versucht jetzt auch hochzuklettern. Also wir haben uns jetzt die eine Seite angeschaut, jetzt schauen wir uns noch die andere Seite an. Da bin ich gerade eben hochgeklettert. So, dann hatten wir heute Morgen einen schönen Morgenspaziergang und haben einen schönen, coolen, seltsamen Baum gesehen. Genau, und dann haben wir ein paar Bilder gemacht und jetzt geht's weiter. Wir nehmen wieder Leute mit. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, also wir haben die zwei Mädels damals mitgenommen, dann nur für den kurzen Weg. Ja. Dann haben wir den Nils mitgenommen. Ja. Dann haben wir jetzt die beiden Hippies mitgenommen. Fire Dancer, Fire genau. Artists. Und dann, jetzt nehmen wir wieder zwei mit. Aber fast nur Deutsche. Fast nur Deutsche. Man connectet halt schnell. Leichter, ja. Ich finde es immer sehr entspannt, wenn man ein Auto hat, dass man immer Menschen mitbringt und mitnimmt und denen dann sozusagen die Reise ein bisschen erleichtert. Dann geht's jetzt los. Wir sind jetzt hier auf der Crocodile Bridge, um uns Krokodile anzuschauen. Und ich dachte, wir kommen da hin und wir sehen gar nichts. Aber ja, hier sind so einige. So, da haben wir uns jetzt hier Krokodile angesehen und einer hieß angeblich Mike Tyson oder wurde Mike Tyson genannt und der war fett, super fett.
wir sind da an unserem womöglich besten Aufenthalt. Und zwar in, wie heißt diese Gegend hier? In Plantanillo. Und wir sind hier angekommen. Erstmal wieder ist mir voll warm, obwohl es nicht so warm ist hier. Aber es ist so ein bisschen wahrscheinlich die Feuchtigkeit in der Luft. Und wurden begrüßt. Das Coolste ist einfach, die haben eine Deutschlandflagge. Das ist nicht das Coolste, aber es ist auch cool. Die haben eine Deutschlandflagge aufgehangen und die haben gesagt, immer für die Gäste aus dem Land, die kommen, so hängen die Flagge auf. Für uns haben sie die Deutschlandflagge natürlich aufgehangen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich noch gesagt USA, aber ist ja okay. Und ja, wir sind jetzt hier hingekommen, wurden begrüßt von 4 süßen Hunden. Die haben uns die Tür aufgemacht und uns alles erklärt. Und die Hunde? Ja, die Hunde. Genau, und haben uns eine Kokosnuss aus dem Garten, oh, ist das gut, gebracht. So, jetzt zeige ich euch mal, wo wir übernachten werden. Und zwar, also das war unsere sozusagen Terrasse mit Hängematte und Küche. Die Küchen sind meistens draußen, was ja voll entspannt ist. Und da ist noch eine Hängematte und hier so eine Terrasse oder sowas. Aber das Witzigste, wo wir wohnen, ist in einem Container. Dann haben wir hier unser Schlafzimmer mit dem Blick nach draußen auf eine wunderschöne Frau. Dann haben wir hier nochmal eine Area und dann das Bad ohne richtige Tür, aber das ist egal. Und ein komisch aussehender Mann, der in der Kamera redet. Und das ist noch nicht alles. Und zwar haben wir auch noch einen Pool. Und hier ist nochmal eine wunderschöne Aussicht. Aber ihr hört das ja wahrscheinlich. Diese Grillen. So viele. Aber das ist noch leise. Wir sind gerade eben an der Straße vorbeigefahren. Da war es so laut. So extrem laut. Naja. Und dann haben sie uns noch erklärt, dass wenn wir irgendwie 15 Minuten in die Richtung laufen, dass da ein Wasserfall ist, den wir uns wahrscheinlich angucken können. Und ja, hier bleiben wir für 2 Nächte. Aber hätten wir das vorher gewusst, dass das so toll ist, wären wir wahrscheinlich länger geblieben. Mal sehen, was wir machen. Wir wollen noch schauen, ob wir vielleicht irgendwie mit dem Boot unterwegs sein können und dann ein paar Wale sehen. Ilona, hast du gut gemacht. Hast du gut ausgesucht. Danke. Ich würde sagen, wir bleiben einfach die ganze Zeit hier. Hast du gut falsch ausgesucht. Mhm. Ja, weil es ist eigentlich nicht der Ort, an dem wir sein wollten. Wir wollten ja eigentlich in Dominical oder sogar Manuel Antonio bleiben. Aber irgendwie haben wir das auf der Liste so aufgeschrieben, dass das ja alles in der Nähe ist und Ilona hat sich das dann ausgesucht. Und dann habe ich geguckt, das ist aber gar nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Aber es ist ein sehr, 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 sehr schöner Ort. Und wir können im Freien schlafen, mit Netzen natürlich so. Das ist sehr gut, das finde ich sehr cool. Also Ilona und ich chillen jetzt hier mit ein paar Kokosnüssen und schauen uns an, was wir als nächstes machen. Es ist ein bisschen später, am selben Tag noch. Und Ilona chillt da drüben, ganz entspannt, mit einem Buch. Und ich habe mir hier in die Ecke, weil ich mag es nicht mit diesen ganzen Insekten und sowas. Und ich habe auch keine Lust, mich einzusprayen, das stinkt immer. Wir haben hier eine Box gefunden, eine Bluetooth-Box, eine Lampe. Die steckt nicht. Aber die Birne ist elektronisch. Hallo. Und die haben hier Bücher von den Vögeln aus Costa Rica. Und das gucke ich mir gleich mal durch, weil ich das super interessant finde, was es hier für Vögel gibt. Fische gab es, glaube ich, auch. Pescados. Das war noch langweiliger. Und zwar Pflanzen. Also, das war's für Ilona vielleicht. Wir wollen morgen vielleicht Wale sehen. Ich bin mir nicht so sicher, wie sehr Ilona das möchte, weil Ilona irgendwie nicht sehr beeindruckt darüber war. Aber ich schaue mir jetzt gleich mal an, was wir da finden. Und ja, dann planen wir für morgen. Aber bis dahin, Corrie, da alles klar, morgen geht's weiter.